macht erstmal Licht an. Wow. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu mich. Tag Nummer 2. Kannst du 2 zeigen? Freust du dich? Jetzt darf Hayley ein zweites Türchen aufmachen, ne? Möchtest du damit anfangen? Ja. Na, dann mal los. Also sie weiß schon Bescheid, setzt sie sich erstmal auf die Couch. Muss sie erst die abmachen. Zack. Ich schaff nicht. Soll Papa mal helfen? Okay. Jetzt hast du da einen Knoten reingemacht. Die Spannung steigt. Ich hab was hast du denn da für einen Knoten gemacht, hä? Special Agent Knoten, Hayley. Sag mal, Papa, schneller. Teller. Und jetzt sag mal, zack, zacki. Und? Hä? Oh. Tiki! Oh Gott, ist die süß! Wow, Engel, bist du eine kleine Katze? Noch mehr! Ja, jetzt darfst du dir den hier abziehen. Klasse! Aber Tennis ist. Wie bitte? Aber Tennis. Tennis? Ja, Mama Hissi. Ja, ich setze mich hin. Mama Hissi. Jawohl, Chef. Guck dir mal an, wie süß die Mütze Hammer aussieht. Süß. Passt Papa doch gar nicht, ja? Ist Papa auch eine Katzi? Und? Oh, was ist das denn? Eine Christmas-Kugel. Christbaumkugel. Noch mehr! Cool! Wow. Klasse! Ach, da unten. Guck mal, da sind die 2, Schatzi. Papa, du Schusse! Guck mal, letztes Jahr konnte sie quasi das noch gar nicht und jetzt? Was ist das? Herz. Ein Herz? Ja. Und woraus besteht das Herz? Hand. Ach so, okay. Aus der Hand. Und den Rest kriegt Papi. Oma, das ist die 24. Nein. Omi hat auch ein Herz. Grins, grins. Noch mehr halt. Schatzi, morgen geht's erst wieder ich weiter. Ich hab echt kein Herz drin. Mehr, du dein wirklich dein jetzt, guck mal. Das ist echt krass. Das ist gut, das mehr, ist du, dein mehr, du, du hast echt kein Herz drin. Mehr, so eine... du dein was, weißt du, was das für hey, ein hey, wo schreist du hier so rum? Das ist ein Zeichen, dass ich HSV-Fan sein soll. Nee. Die Raute. Das ist das Zeichen, dass das der Kalender mit dem 1000-Euro-Gutschein ist. Oh mein Gott, mach die Kamera aus. Was ist das denn? Eine Brezeli. Denn es ist ein Zeichen für dich und Hayley. Ihr habt die beiden Herzen. Das ist der Trostpreis und wir haben 1000 Euro drin. Das ist Mama Schokolade, Hase. Ja, zart bitter, ne? Ja. Möchtest du Papa helfen? Zieh mal hier dran. Eine Fritz-Cola. Eine Fritz-Cola. Würde ich mir noch einen Kühlschrank stellen, Engel. Ja, ja. Die stimmt. Die Kühlschrank. Hammer. Ich hab auch einen und war gestern schon ganz neidisch. Was ist da noch drin, Mama Mi? Lolli da auch. Auch ein Lolli drin? In rosa. Danke, Omi. Ich war jetzt gerade 2-3 Kleinigkeiten noch für Omi besorgen. Die braucht sie unbedingt fürs Mittagessen. Nachher zeige ich euch gerne gleich nochmal. Ist total unspektakulär. Und jetzt habe ich mir, Motte und Omi einmal schnell den Frühstückstisch gedeckt. Und ich habe gerade mein 2. Türchen vom Tee-Adventskalender geöffnet. Und da steht heute drauf,
halt dein Herz offen und lass es groß sein. Und geschmackstechnisch ist hier drin richtig lecker. Hagebuttentee mit Hibiskus. Die beiden Sorten mag ich so oder so und zusammen kann ich mir das sehr, sehr lecker vorstellen. Und Omis Tee ist ein Organic English Breakfast Tea. Sie ist nämlich absolut zur Teetrinkerin geworden. Und bei der Reha haben wir diese Sorte hier kennengelernt. Das war in so einem Frühstückscafé, wo wir immer waren. Und zwar nennt sich die Marke Eyeless Tee. Und dann hat Omi gleich gesagt, das brauchen wir unbedingt. Und meine Lieblingssorte war davon Vita Orange. Leute, das schmeckt so lecker. Diese Teemarke ist jetzt nicht gerade günstig. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was Omi bezahlt hat pro Packung. Aber die ist auch wirklich gut. Also ich kann das empfehlen. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Sorte hier kennt oder den Tee schon mal getrunken habt. Weil Vita Orange ist ein Früchtetee mit Orange und der schmeckt wirklich richtig stark auch danach. Nicht nur, dass man das immer so riecht, sondern es schmeckt original so, wie es draufsteht. Und deswegen kann ich davon nur schwärmen und werden mir mit Sicherheit noch ein paar andere Teesorten zulegen, beziehungsweise wir uns. Und ich werde jetzt, worauf ich richtig Appetit habe, mein Vollkorntoast, das mag ich am allerliebsten, von Harry. Und dazu Frischkäse, kennt ihr ja nicht anders. Und da drauf Grafschafter Goldsaft. Ich habe gerade noch mal eine Buddel nachgekauft, weil ich hatte mir den eine Zeit lang übergegessen. Sagt man das so, wenn man den nicht mehr sehen kann? Und jetzt bin ich wieder voll auf dem Grafschafter Goldsaft-Trip. Sehr lecker. Und ich weiß, dass ich viele von euch mit dieser Kombination schon angesteckt habe. Wir sind jetzt gestärkt, haben alles aufgefuttert und ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, dass ich wirklich nur zwei, drei Kleinigkeiten gekauft habe. Einmal brauchte Omi Zwiebeln, bestimmt für den Rotkohl, ne? Nee, für die Ente. Ach, für die Ente an sich. Dann einmal Schweineschmalz, Backpflaumen, denn unser heißgeliebtes Vollkornbrot, Körner Balance von Harry, aber das habe ich euch, glaube ich, eben schon gezeigt. Dann habe ich vorsichtshalber einmal nochmal Milch mitgenommen. Wir müssen nachher sowieso nochmal irgendwie einkaufen. Und das habe ich so, so lange jetzt gesucht, nachdem ich es bei Die Höhle der Löwen gesehen habe. Irgendwie flackert das Licht voll, aber das kommt nicht durch die Kamera, sondern durch das Küchenlicht, was hier über uns ist. Auf jeden Fall ist das kerniger, klassischer Porridge, eine Hafermahlzeit und da ist Banane schon drin und das ist irgendwie komplett vegan. Hier sind jetzt drin 400 Gramm. Was schätzt du, Oma, was so ein Tütchen hier kostet? 3 Euro. 3,99 hat es gekostet. Mhm. So, ich habe jetzt Heidi komplett warm eingepackt. Oh, was ist das? Handschuh. Handschuh, genau. Und wir machen uns jetzt ein bisschen auf den Weg, gehen spazieren, suchen uns einen Spielplatz. Auto nein mit. Nein, dein Auto hast du nicht mitgenommen, ne? Wir genießen jetzt das Wetter ohne Regen, ohne Sturm und die schöne kalte Winterluft. Auf geht's! Wuhu, super! Was sagst du? Das machen wir jetzt auf. Wir sind jetzt wieder drin und Heidi kann es kaum abwarten. Nee, das ist zu schwer, mein Schatz. Ihre neue Spielzeugkiste aufzumachen, ne, Engel? Schaffst du das nicht alleine? Nein. Dann hilft Mama dir mal, ne? Wir haben die letzte Spielzeugkiste vor ein paar Tagen weggebracht. Und du freust dich. Und jetzt ist die neue schon wieder da. Hält dich neu aus. Nein, lass mal an. Das sind nämlich die Sachen, die ich hier immer drunter ziehe. So eine schöne Thermostrumpfhose. Dann hat sie dann drunter noch einen Langarm und einen Cardigan, dass es richtig schön warm ist. Denn wir haben gerade mal 1 Grad draußen gehabt. Nicht. Ja, Mama hört auf zu sappeln und macht jetzt auf, ne? Ja. Oh. Das sind gut, ne? Ja, ich sehe schon, Tom. Auf! Das soll ich auf.
aufmachen? Ja. Das erste Spielzeug, was ich Hayley ausgesucht habe, ist so ein Bausteinsystem, gerade für die Motorik und auch für die Farben. Das spielt sie auch gerne in Spielgruppen immer oder bei Freunden. Das zweite Spielzeug fand ich am coolsten, was ich Motte ausgesucht habe. Das ist eine magnetische Anziehpuppe aus Holz. Finde ich richtig süß. Und als drittes kam diesmal ein Spiel mit. Und zwar Komm, wir kaufen ein. Motte spielt nämlich total gerne auch mit ihrer Kasse. Also so richtig Kaufmannsladentechnisch. Da muss Papa mal einkaufen und Hayley piept dann immer alles ab und kassiert. Und da habe ich gedacht, dann passt das ja hier hervorragend zum Üben. Bin mal gespannt, ob das so in Kärtchenform ist. Ich wollte ihr dieses Spiel nämlich schon mal kaufen und habe gedacht, nee, das teste ich lieber erstmal über die Spielzeugkiste. Ist natürlich sehr, sehr praktisch, das zu probieren. Und als kleine Überraschungsleckerei war diesmal ein Keks drin. Ich wollte euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie meine Spielzeugkiste funktioniert, weil ich dazu wirklich ganz, ganz viele Fragen immer bekomme. Also ihr geht als allererstes auf meinespielzeugkiste.de, dann kommt ihr immer direkt auf diese Startseite und ich muss wirklich sagen, die Seite von Spielzeugkiste ist ganz, ganz einfach und selbsterklärend aufgebaut. Hier steht ja zum Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Das finde ich super praktisch, wenn man gar keine Vorstellung davon hat, dann kann man sich hier kurz belesen. Also man kann drei Spielzeuge aussuchen, dann kann man damit spielen, egal wie lange, ein paar Tage oder ein paar Wochen oder Monate und natürlich auch zum Thema Tauschen, wie das Ganze funktioniert, steht alles einwandfrei und verständlich hier drin. Und dann sind hier nochmal die unterschiedlichen Spielzeugkistenkategorien aufgebaut, weil es gibt einmal die Spielzeuge an sich oder Megaspielzeuge und der einzige Unterschied ist eben, dass die rot gekennzeichneten halt hochwertigere Spielzeuge sind. Und dann hat Spielzeugkiste hier auch Beispiele genannt. Eine Komfortkiste besteht aus drei einfachen Spielzeugen. Eine Megakiste, die wir zurzeit testen, sind zwei einfache und da könnt ihr euch immer noch ein Megaspielzeug zu aussuchen. Oder aber ihr könnt die Super-Megakiste auswählen, dann könnt ihr halt immer bis zu drei Megaspielzeuge euch aussuchen. Und jetzt kommen wir zum interessantesten Teil mit Sicherheit, was das kostet. Hier sind dann nochmal die Spielzeugkisten kategorisiert in Starter, Komfort, Mega und Super-Mega, also auch vom Preislichen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, okay, wie kommt das jetzt bitte zustande? 19,99 €, kann man hier auch nochmal raufklicken und dann zeigt es euch an, wieso, weshalb, warum. Und wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, gut, ich teste jetzt mal die Megabox, dann geht ihr hier unten zu den Spielzeugen, dann findet sie die schon direkt. Und dann könnt ihr hier immer nochmal aussuchen, entweder Spielzeuge empfehlen lassen. Das heißt, ihr könnt ein paar Informationen geben. Habe ich ein Mädchen? Wie alt? Ist es mehr die Entdeckerin oder Künstlerin? Oder soll es was Musikalisches sein an Spielzeug? Und so weiter und so fort. Und dann sucht euch quasi die Spielzeugkiste schon die passenden Spielzeuge in der Kategorie raus. Und ihr könnt dann auswählen, okay, passt oder passt eben nicht. Ich allerdings gehe immer direkt auf Spielzeuge selber aussuchen, weil ich das total gerne mag, so ein bisschen rumzuschnökern und mich inspirieren zu lassen. Und dementsprechend suche ich das immer aus. Und wenn ihr euch eure Spielzeugkiste dann zusammengestellt habt, geht ihr einfach auf Weiter und dann kommen die Spielzeuge schon zu euch. Und ich glaube, die allermeistgestellteste Frage ist, kann man das wirklich jederzeit kündigen, nachdem die Frage kam, was es kostet? Und hier steht es auch nochmal schwarz auf weiß. Ja, wirklich, das Abo kann jederzeit im Kundenprofil bis 14 Tage vor Laufzeitende gekündigt werden. Während des Gratismonats könnt ihr sogar bis 3 Tage vor Ablauf des Monats kündigen. In unserer Kiste sind ja jetzt die Spielzeuge, die wir euch gerade gezeigt haben, drin. Und was ich halt richtig toll finde, ist, dass ihr letzten Endes auch Spielzeuge, die ihr richtig toll findet, oder besser gesagt eure Kinder, auch kaufen könnt. Denn je länger ihr das Spielzeug quasi zu Hause habt, desto mehr sinkt auch der Preis. Und wir haben auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Spielzeuge für Motte gekauft. Und das finde ich eben mega praktisch und vor allem ist es ja auch viel, viel günstiger. So viel dazu. Jetzt habt ihr so einen groben Überblick über den Aufbau bekommen. Und für alle Neukunden, die bis dato noch nicht die Spielzeugkiste getestet haben, habe ich einen mega coolen Rabattcode. Ihr könnt nämlich die Spielzeugkiste einen Monat lang gratis testen. Und das finde ich ganz, ganz toll und bedanke mich an dieser Stelle auch für meine Spielzeugkiste, dass sie das möglich machen. Den Rabattcode und alle weiteren Informationen findet ihr bei mir in der Infobeschreibung. Ich muss mich heute wohl oder übel von meinem absoluten Lieblingswinter-Haushoodie hier kurz trennen. Der muss wirklich in die Wäsche. Es nützt ja nichts. Wer drin wohnt, muss es auch ab und zu mal sauber machen. Ja, Hayley pullt schon wieder da an ihrem Daumen rum, die zieht sich immer die überschüssige Nagelhaut ab, ne? Der kleine Frechdachs. In Hayleys Zimmer ist ein bisschen Weihnachten eingetrudelt. Ich mach mal einmal die Musik aus, sonst gibt's Ärger von der GEMA. Und da hat Omi zum Beispiel diese hier entdeckt. Ich glaube, das war bei Kick, diesen süßen Pinguin. Und das gleiche einmal als Schneemann. Auf der Rückseite leider nicht, aber dementsprechend waren sie eben auch günstig. Und die stehen ja auch nur hier bei ihr auf der Fensterbank.
Hier für die Gemütlichkeit habe ich LED-Lichter reingemacht. Und dann steht auf der Fensterbank einfach noch so ein kleiner Schutzengel. Und auch hier steht am Fenster die kleine Tanne von Ikea und dazu dieser kleine süße Stoffelch. Und das ist es eigentlich auch gewesen auf der Fensterbank. Es sieht abends immer sehr, sehr gemütlich aus. Dann hat sie hier noch so einen kleinen Schaukelelch. Puh, den wollte sie unbedingt aufgestellt haben. Der ist echt süß, den habe ich schon ewig und 3 Tage. Und ich versuche vergebens seit einer Stunde, beziehungsweise eigentlich schon seit 2, 3 Tagen, die kleinen Fensterbilder zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, vor ungefähr circa 2 Wochen habe ich die gekauft bei Rossmann. Habe sie euch im Vlog sogar noch gezeigt und habe sie dann so gut versteckt, dass ich sie nicht wiederfinde. Und das finde ich so schade, weil ich wollte unbedingt mit Heidi die Fensterbilder ankleben. Ich habe jetzt gerade auch noch mal gesucht. Ja, ich sehe schon, dass du den Pinguin umgeballert hast mit dem Tennisball, Fräulein. Auf jeden Fall, wir haben es jetzt 13 Uhr oder kurz nach 13 Uhr und ich werde jetzt versuchen, mein Glück und Hayley hinlegen, dass sie sich ein bisschen ausruht und schläft. Entweder es klappt oder eben nicht. Nein, kein Hayabu, das war ja klar. Ihr glaubt nicht, wer gerade geklingelt hat. Lieber spät als nie. Und zwar ist der Adventskalender von Omi eingetrudelt. Und ich habe mich dieses Jahr mit Ralf hierfür entschieden. Ich fand die Idee so cool. Und zwar ist das ein Adventskalender bestehend aus Puzzeln. Und da haben wir uns ein Foto ausgesucht. Das heißt, vom 1. bis 24. kann Omi quasi die Puzzleteile zusammensetzen und hat dann ein richtig großes, schönes Bild. Ist ja nicht so, dass wir keine Adventskalender dieses Jahr haben. Und uns ist aufgefallen, wir haben die Katzen gestern und heute Morgen total vergessen. Wir müssen da erstmal uns besser routinieren immer noch. Aber jetzt werde ich erstmal die Omi holen, denn schauen wir mal, was bei rauskommt. Omi! Ja? Komm mal bitte! Kann ich doch gerade nicht, ich mache gerade die Soße. Die Soße! Was hast du denn da in der Hand? Eine Kartoffel? Bist du hier schon wieder fleißig am Abwaschen? Hilfst du Omi in der Küche? Heidi hat nämlich Mittagsschlaf gemacht. Yippie-ya-yo. Hast du auch, ne, Schatzi? Ganz toll hast du das gemacht. Ich habe gar nicht zur Uhr geguckt. Eine Stunde bestimmt, ne? Mehr? Das war bestimmt die frische Luft heute, mein Schatz. Hast du denn gut geschlafen? Aber eigentlich sollst du doch die Kartoffel abwaschen und nicht die Schale. Leute, das riecht hier so unfassbar lecker. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da ist der Rotkohl, der quasi schon seit gestern köchelt. Dann hier die Kartoffeln. Die Soße. Und hier unten haben wir das Fleisch. Oh Gott, lecker. Lecker. Lass mal die Soße abschmecken. Aber sehr gerne. Köstlich irgendwie, aber fehlt nichts. Tasse! Mehr Salz darf denn da auch nicht dran. Nee, ist ein bisschen viel Salz. Heute ist der Tag der Tage und auch der für Ralf ist angekommen, der Adventskalender. Da habe ich mich diesmal für diesen hier entschieden. Für meinen Schatz, ich liebte dich damals, ich liebe dich nun, ich liebe dich morgen und ich werde es immer tun. Ich hatte ihm letztes Jahr so ein Adventsbuch geschenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ansonsten versuche ich die Tage mal das rauszusuchen. Das war auch eine ganz, ganz entzückende Idee. Ich glaube, ich habe euch das damals auch verlinkt. Und hier sind jetzt 24 kleine Schokoladentafeln drin. Aber ich werde den jetzt quasi gleich noch manipulieren, denn ich habe oben 24 kleine Post-its vorbereitet und die werde ich dann gleich hier reinstecken. Das heißt, wenn er ein Türchen aufmacht, hat er eine Schokolade und dann zum Beispiel einen Gutschein für eine 10-minütige Fußmassage oder ich hole ihm ein Bier aus dem Keller und ich glaube, das wird ihn freuen. Auf jeden Fall was ganz Persönliches wieder. Wow, der sieht ja schick aus. Mhm. Und du kannst heute ja gleich 2 Türchen aufmachen. Ja, du auch. Ja, du hattest heute schon, mein Schatz. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Nee, überhaupt noch nicht. Ein Puzzle. Oh, wie geil ist das denn? Nichts zum Dicken machen, das finde ich schon mal gut. Das puzzle ich mit Motte gleich zusammen. Also ich würde sagen, Heiligabend wird gepuzzelt. Passt der schon zusammen? Nee, ne? Nee, habe ich auch gedacht eben. Nee. Ich hole mir eine Box. Und dann geht's rund.
Oh mein Gott, Leute, guckt euch dieses Festessen an, was Omi uns hier gezaubert hat in den letzten 48 Stunden. Mein lieber Schatz, wenn du das siehst, es war grandios, das kann ich dir jetzt schon sagen. Nee, er kann das ja heute Abend. Nee, okay, aber das ist ja nicht das Gleiche. Genau, musst du pusten, als wenn man es frisch aus dem Ofen bekommt, ne? Sag mal, wer hat hier die Kartoffel alleine gemust? Ach, das war Hayley. In diesem Sinne, Leute, ich möchte euch nicht neidisch machen, aber ihr werdet es sein. Guten Appetit. Oh, so stark bist du. Wir haben bei eBay Kleinanzeigen nämlich Hayleys bunten Bälle hier verkauft. Was heißt bunte Bälle? Die sind ja alle rosa und pink, ne? Genau, und wir packen die jetzt in so einen gelben Sack. Weil dann werden die gleich abgeholt, ne? Und lass mich raten, jetzt möchtest du natürlich wieder damit spielen. Oh Gott, tu es nicht, mein Schatz, tu es nicht. Dann werden wir gleich mal durchs Haus wandern und gucken, ob irgendwo noch welche rumfliegen. Und dann sind wir diese Dinge auch wieder los. Nun haben wir wieder mehr Platz für neue Sachen. Super machst du das, mein Schatz. Oh, viele. Du hast so viele in der Hand, ja. Du hast noch die ganze Ente und Rotkohl im Gesicht, Schatzi. Ja. Hat das Essen gut geschmeckt von Omi? Ja. War gut, ne? Ja. Sehr schön. Dann los. Alle. Ich hab die eins auch schon entdeckt. 15 Minuten Fußmassage jederzeit einlösbar. Mhm. 6 Wochen Mallorca alleine. Ja, genau. Lass dir eine heiße Wanne ein, jederzeit einlösbar. Dann würde ich jetzt gerne erstmal die Fußmassage haben, 15 Minuten jetzt und dann heißes Bad. Schatz, wir gucken jetzt hier erstmal Joko, ne? Also kommen wir nicht mit so einem Quatsch. Viel zum Thema. Das ist aber süß, Engel, wirklich. Was hast du? Ich hab's drauf. Also was das Kochen angeht, hast du es auf jeden Fall drauf, Mama. Aber das auch in anderlei Hinsichten. Guckt euch das mal an, Ralf ist richtig. Das fällt so, das ist butterzart. Das fällt so auseinander. Habe ich auch gesagt, Engelmann, ich habe fast das ganze Entlein alleine gefuttert. Ich habe auch gestern Abend extra mit Steffen Hensler nochmal telefoniert. Und habe ihn gefragt, wie ich das dann hinkriege, dass das so butterweich ist. Hat er, aber das darfst du nicht verraten, ne? Nee. Schmeckt gut, ne Engel? Sagt sie München, wenn das unter uns bleibt, dann macht das so und so. Aber dafür sollst du am 16.12. einschalten, wenn seine Serie losgeht wieder, ne? Schlag den Hensler. Deine Cola. Wir lassen es uns jetzt hier so richtig gut gehen. Vampire haben wir auch ewig nicht mehr gegessen, ne? Ich liebe die total. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, das ist die leckerste Lakritze, die es auf dieser Erde gibt. Gibt es nicht einzeln, immer nur in Vampirform. Und dann essen wir wieder unsere heißgeliebten Layers Chips. Und das hier ist auch etwas, kann ich euch empfehlen. Ich weiß nicht, war das schon immer Lünebest? Irgendwie ist die Verpackung auf jeden Fall anders, ne? Das war vorher irgendwie immer... Es gibt ja ganz viele verschiedene Sorten. Ja, aber das ist ja der, den wir immer kaufen. Der kostet 99 Cent und der schmeckt nur, wenn man ihn rührt. Das hört sich total eklig an. Ja, du hast es auch mal ausprobiert und hast dann gesagt, stimmt. Stimmt. Und nebenbei gucken wir unsere heißgeliebte... Genau. Oh. Joko will wieder auf den Arm. Irgendwie reflektiert das Licht hier so komisch. Wir werden uns an dieser Stelle jetzt von Vlogmas Tag Nummer 2 verabschieden. Ich habe gerade schon so ein bisschen in den Kommentaren geluschert und ihr flippt quasi aus, was wir natürlich richtig toll finden. Ich werde nachher in Ruhe ein paar Kommentare lesen, schon mal anfangen, diesen Vlog hier zu schneiden. Beziehungsweise ich nehme mir gerade schon wieder so viel vor. Ich war aber wirklich fleißig. Omi war heute extrem fleißig. Der Einzige, der natürlich mal wieder faul war. Ist der Boss. Der Boss persönlich. Ja, ja. Wir sehen uns morgen um 19 Uhr wieder. Macht es gut. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.